So, meine lieben Freunde und Fans, herzlich willkommen zu meinem Live-Video. Mein Öner. Mal sehen, wann die politischen Gegner das Video abwürgen. Meistens nach ein paar Minuten. Was das für ein Gefühl ist. Es hat die Menschen mitten im Herzen der Stadt erwischt. Es hat im Prinzip ganz unterschiedliche Menschen erwischt. Also eine junge Frau, die eine 5-jährige Tochter hinterlässt, ein Ehepaar. So viele Menschen sind hier einfach mitten aus dem Leben gerissen worden, auch sehr viele schwer verletzt worden. Das hat schon für Angst gesorgt, aber ich sehe in Kiew auch, trotz aller Angst und Verzweiflung, die das erzeugt hat, eine große Entschlossenheit. Also noch einmal, dass die Menschen sagen, wir werden nicht zurückweichen, wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Im Prinzip hat... Also im Grunde genommen ist das jetzt am Thema eigentlich vorbei. Weil was jetzt momentan Thema ist, ist die UN-Resolution. Russland hat ja beantragt, dass die annektierten Gebiete, dass das völkerrechtlich anerkannt wird. Die haben ja versucht, das, was dort passiert ist, völkerrechtlich abzusichern, auch über die UN. Und da haben ja 142 von 193 Staaten gesagt, nein, die Annexion erkennen wir nicht an. Bei 35 haben sich enthalten und 5 haben für Russland gestimmt. Das ist letztendlich jetzt momentan der entscheidende Punkt. Und was den Krieg dort angeht, der Präsident Zelensky hat gesagt, es gibt keine Verhandlungen mit Russland und so weiter, er ist sich siegessicher. Da müssen wir ein paar Worte sagen zum Kriegsverlauf. Am Anfang war es ja so, ich habe es ja nicht verstanden gehabt, dass die Ukraine keine Generalmobilmachung angeordnet hat, obwohl, Entschuldigung, obwohl der Krieg ja nun unmittelbar bevorstand. Und da zu dem Zeitpunkt war die russische Armee zahlenmäßig und materialistisch gesehen hoch überlegen. Dann gab es Generalmobilmachung und die Ukraine ist mit Waffenlieferungen aus dem Westen und eben dadurch, dass die ganzen Soldaten eingerückt sind, die ganzen, die im Berufsleben stehen, hat es eine Überlegenheit von der Ukraine gegeben, was die Menschenmassen angeht, der Soldaten angeht und vom Material her ist es dann, glaube ich, das kann ich gar nicht so genau beurteilen, ist es auf alle Fälle nicht mehr ganz so aussichtslos gewesen wie am Anfang. Jetzt gibt es geländige Rückgewinne von der Ukraine und jetzt ist es so, Russland wird den Krieg gewinnen, so oder so, es sei denn, innerhalb Russlands gibt es so großen Widerstand, diesen Krieg weiterzuführen. Die Frage ist nur, zu welchem Preis Russland den Krieg gewinnt. Man dachte am Anfang, man marschiert nach Kiew ein und die Leute werden keine Schwierigkeiten machen bei der Eroberung. Das Gegenteil ist passiert. Das konnte man auch nicht so genau absehen, wie das abgelaufen ist, weil wenn man sich die Vergangenheit anguckt in der Ukraine, gab es Präsidentschaftswahlen, wo Präsidenten gewonnen haben, die pro-Russland sind, gewesen sind. Und der jetzige Präsident, der ist nach Westen gerichtet. Und wenn man sich das, das müsste man sich also erstmal genauer angucken, wie dort die Zustimmungsquoten zu den dementsprechenden Präsidentschaftskandidaten gewesen ist in den einzelnen Landesteilen, die eben für und für Russland oder für den Westen sind. Um das zu sehen. Also Fakt ist, wenn es innerhalb von Russland nicht Widerstand gibt, wird Russland den Krieg gewinnen. Die Frage ist nur, zu welchem Preis. Wie viele Soldaten müssen sie teilmobilisieren, um das zu können? Und dann gibt es bei der Teilmobilisierung gibt es verschiedene Meldungen. Da gab es die Meldung, dass 300.000 Soldaten mobilisiert werden sollen. Es hieß dann aber auch, sollen 1 Million Soldaten mobilisiert werden. Dann gab es die ganz große Fluchtbewegung von vielen, die eben nicht eingezogen werden wollten. Auch das war klar, da kann man dann sehen, wie es denn wirklich steht mit der Zustimmung zum Krieg, dass das doch nicht ganz so einheitlich ist, wie man sich das vorstellt. Und das ist ja dann ja auch mal ein Krieg gegen ein Brudervolk, kann man ja sagen, handelt. Ja, jetzt ist es wie gesagt so, dass der Krieg verstärkt wird durch die
Teilmobilisierung und dass das Gleichgewicht, oder das Gleiche kann man nicht sagen, dass die Gewichtung der Kräfte sich wieder auf die russische Seite begeben wird. Und jetzt die Frage, mit welcher Härte der Krieg geführt wird. Der ursprüngliche Gedanke war es ja, diese Gebiete zu annektieren, beziehungsweise dort in Kiew einzumarschieren und das als sein eigenes Land sozusagen zu beanspruchen, zu annektieren. Man möchte sich ja mit den Leuten, wo man da einmarschiert, es sich nicht verscherzen. Nicht? Man möchte die Leute ja gut behandeln, die sollen sich ja freuen, dass man kommt. Ich habe da so ein bisschen immer im Hinterkopf so Deutschland, Österreich, 1938. Ja? Auch einmarschiert, gab es keinen großen Widerstand, gab es keine, die Leute waren nach Abstimmung anscheinend doch schwer begeistert, dass das so ist. Das ist eben dort in der Ukraine nicht passiert. Ja, jetzt muss man sehen. Ja? Da gibt es die Nuklearwaffendrohung. Umso mehr man, wie gesagt, macht, ne, umso größer ist die Gefahr und umso mehr Unterstützung für die Ukraine gibt, umso mehr kann es eskalieren. Natürlich müssen wir letztendlich uns, also müssen unterstützen, wir müssen versuchen, das über das Völkerrecht zu regeln, über die UN zu regeln. Da gab es jetzt wieder Abstimmung, wie gesagt, und letztendlich muss es noch zu weiteren weltgemeinschaftlichen Regelungen und Vorgehen kommen. Das ist das, was ich für wünschenswert halte. Dass man das nicht zu einem Konflikt macht zwischen Westen und Russland, sondern dass man das wirklich auf die ganz allgemeine Welt mit den 193 Staaten, die dort in der UN vertreten sind, dass man das wirklich auf diesem Gebiet versucht zu lösen, ja, durch UNO-Friedenstruppe, durch, ja, vielleicht auch, ja, es ist halt nicht so einfach, weil Russland halt zum ständigen Sicherheitsratsmitglied da gehört. Gegen die Stimme kann man gar nichts machen. Und da sieht man einfach das Problem in diesem System. Also es ist ja schwierig. Also wenn es so einfach wäre, hätte man ja schon längst eine Lösung gefunden. Ne? Muss man ganz klar sagen. Aber schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Also der Krieg ist auf alle Fälle jetzt weiter im Laufen. Es wird sich verschärfen. Es kann dann auch sein, dass das eben dann nicht ein zu befreiendes Brudervolk ist, wie das angesehen wird, sondern dass es dann richtiger Gegner angesehen wird, der dann vernichtet werden muss, weil er sich Richtung Westen wendet. Bei Waffenlieferungen, wie gesagt, wie früher schon oft gesagt, ist so, ich hätte der Ukraine nicht, wie die Bundesregierung das gemacht hat, diese totale Unterstützung zugesagt. Weil wenn ich sage, ihr habt die volle Unterstützung heißt voll, 100%. Das heißt, es gibt da dementsprechend volle Waffenlieferung. Diese Versprechung hätte ich nicht gemacht. Und die Ukraine pocht jetzt darauf, und dieser Melnik, der Botschafter, der hat ja auch immer darauf gedrungen, bitte eine Waffenlieferung, er hat volle Unterstützung zugesagt. Ja. Die fordern natürlich die Versprechungen, die dort gemacht worden sind, ein. Ist klar. Wenn man das nicht einhalten kann, dann darf man solche Versprechungen nicht machen. Ich hätte solche Versprechungen nicht gemacht. Weil das natürlich auch gefährlich ist. Es geht ja auch darum, die Ukraine, also wenn das hier zum Beispiel jetzt annektiert wird und es kommt irgendwie zum Frieden, ist hier die Frage, die Rest der Ukraine besteht ja noch. Soll jetzt die Ukraine, weiß ich, 1000 Leopard 2 Panzer A7, wie diese neue Version heißt, Leopard 2 Panzer V7 oder wie die heißen, Stückpreis 7 Millionen Euro bestellen für 7 Milliarden Euro oder was sollen die machen? Wird das genehmigt? Oder Raketenwerfer oder wie auch immer? Nicht, das sind doch die Sachen, die da eine Rolle spielen. Ja, der Krieg, der wird sich jetzt weiter eskalieren. Das ist klar. Die Anzahl der Soldaten wird steigen. Auf der russischen Seite. Und wieder, das kann nur, wenn innerhalb Russlands es dort Widerstand gibt, der Widerstand wächst, wird es für die Ukraine zu einem Sieg führen. Ansonsten nicht. Putin durch diese Angriffe noch einmal für die Ukrainer ganz klar gemacht, was das eigentlich für ein Regime ist. Und das ist ja die größte Angst der Ukrainer, weswegen sie hier auch so sehr eintreten, dass ihr Land von Jetzt Russland bin ich aber hier im Bild und gar nicht der Bildschirm, ne? besetzt werden kann. Also deswegen, es hat sicherlich sehr viel Verzweiflung erzeugt, viele Tragödien, die wir hier erleben, aber dennoch erlebe ich die Menschen sehr entschlossen, hier weiter Widerstand zu erleisten. Ein bleibender Schaden ist an der Infrastruktur entstanden seit diesem Bombardement, seit dem 10.10. 30% sollen getroffen sein. Wie kommen die Ukrainer über den Winter, denken Sie? Das wird eine große Herausforderung und ein großes Problem. Das ja, das ist wird ja nur schwer. Kiew so, dass
relativ wenig Infrastruktur getroffen wurde. Und auch hier haben wir schon eine Situation, wo mittlerweile in bestimmten... Also es wird sehr schwer werden. Also es ist sowieso schon gerade im Osten sehr viel zerstört. Damit man, das ist da, also wir jammern hier rum. Ne? Also was sollen denn die Leute da sagen? In Stadtteilen nur noch stundenweise dann Strom zur Verfügung steht. Aber ich war letzte Woche noch in Kharkiv im Osten der Ukraine, in einigen der befreiten Städte und Dörfer. Und da ist es so, dass da fast die gesamte Infrastruktur zerstört ist. Ich frage mich wirklich, wie die Leute